Ja, hallo Menschen, Marge Malkaf hier. Ja, ihr habt wahrscheinlich den Bulletin gelesen. Wenn nicht, dann erkläre ich es ganz kurz hier in diesem Video. Mega Man 2 wird leider abgebrochen aus folgendem Grund. Ich habe jetzt schon viermal, Entschuldigung. Ich habe viermal versucht, Mega Man 2 aufzunehmen. Am Anfang machte mein Audioaufnahmeprogramm nicht mit. Das heißt, Soundkarte wird nicht unterstützt bei den Aufnahmen, was ich sehr seltsam finde. Was mich dann als nächstes höchstpersönlich tierisch aufgeregt hat, ist, dass mein Emulator rumzickt wie eine Frau, die ihre Tage hat, beziehungsweise wie ein kleines Kind, das man's Lolli weggenommen oder ja, was ein Lolli wollte und man gibt's Lolli nicht, klar, dann zickt das Kind natürlich auch rum. Genau solche Sachen macht der Emulator. Deswegen kann ich Mega Man 2 einfach weiter nicht aufnehmen und jetzt muss ich es auf die Ochsentour machen und werde mich beeilen, dass Doom 3 so schnell wie möglich. Also es geht demnächst wieder weiter, keine Panik. Ich habe schon mal Hilfe bekommen von OTM Opium Steve. Er hat mir zum Glück schnell rechtzeitig Hilfe angeboten und er hat mir die Save-Datei von Monorail gegeben. Sprich, es geht demnächst wieder weiter. Geduldet euch ein paar Tage. Ich versuche mich jetzt gerade einfach nur zu beruhigen. Ich bin echt kurz vorm Wutausbruch. Ich könnte den neuen PC mit allem möglichen Zubehör könnte ich gerade einfach nur kreuz und quer zusammenschlagen. Was mich selber höchstpersönlich ankotzt. Naja. Wie dem auch sei, ich werde. Ja, mal schauen. Ich werde währenddessen etwas leicht Kleines, anderes. Ich weiß einfach nicht was. Ich. Ja, wartet einfach ab. Habt Geduld, habt Vertrauen. Macho Malkaf, bis. Macho Malkaf für heute. Over and out. Tschüss.